Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, diese Bundestagswahl, sie ist nicht nur für Deutschland eine Richtungs- und eine Schicksalswahl, sondern sie wird auch darüber entscheiden, ob wir in Europa den Kurs der Konsolidierung fortsetzen oder ob er abgebrochen wird. Wir, die Bundesregierung, die Koalition und vor allen Dingen wir Freie Demokraten, wir wissen, dass Solidarität in Europa dazugehört. Wir sind bereit zur Solidarität. Wir reden nicht schlecht über andere Länder. Aber wir sind gleichzeitig auch der Überzeugung, dass Konsolidierungspolitik ein Schlüssel ist zur Überwindung der Schuldenkrise. Man kann eine Schuldenkrise nicht dadurch bewältigen, indem man das Schuldenmachen erleichtert. Und deswegen wollen wir keine gesamtschuldnerische Haftung für die Schulden von ganz Europa. Wir wollen, dass jedes Land auch seine eigene historische und auch haushaltspolitische Verantwortung kennt und wahrnimmt. Dieses ist eine zentrale Auseinandersetzung auch mit der deutschen Opposition. Die Behauptung, dass die Konsolidierungspolitik in Europa zur Arbeitslosigkeit geführt hat, sie führt in Wahrheit in die falsche Richtung. Sie erzählt in Wahrheit das, was das glatte Gegenteil in der Realität ist. Überall dort, wo in Europa in den letzten Jahren unsolide gewirtschaftet worden ist, überall dort, wo zu viele Schulden über zu lange Zeit gemacht worden sind, überall dort ist heute die Arbeitslosigkeit auf Rekordniveau, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit auf Rekordniveau. Wer die Arbeitslosigkeit in Europa bekämpfen will, der darf nicht zurückgehen zur Schuldenpolitik, sondern der muss wissen, Wachstum entsteht durch Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist das Ergebnis von Reformen. Nur wenn Reformen in Europa für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen, wird auch in diesen Ländern wieder investiert. Wenn wieder zurückgefallen in die alte Schuldenpolitik, dann kommt kein Investor, dann gibt es keine Investitionen und dann gibt es mehr Arbeitslosigkeit. Die Abkehr von der Schuldenpolitik ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitslosigkeit und zur Bekämpfung gerade des schweren Schicksals der Jugendarbeitslosigkeit in den betroffenen Ländern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen haben wir durchgesetzt, dass die Haushaltsentwicklungen in Europa nicht auf mehr Ausgaben setzen, sondern auf bessere Ausgaben. Nicht more spending, sondern better spending. Mehr Investitionen in Bildung, in Wissenschaft, in Infrastruktur, in Forschung, in Ausbildung. Das ist das Kennzeichen der neuen Verhandlungen auf europäischer Ebene gewesen. Dass Rot-Grün in einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei im Bundesrat die Abkehr von der Schuldenpolitik ausbremst. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein viel zu wenig beachteter Skandal in diesem Lande. Überall in Europa tritt die Bundesregierung dafür ein, dass die deutschen und die europäischen Interessen wahrgenommen werden, indem wir weniger Schulden machen. Und die deutsche Opposition fällt uns in den Rücken, indem sie ausgerechnet zu Hause auf mehr Schulden setzt, indem sie ausgerechnet zu Hause das, was wir in Europa durchgesetzt haben, ausbremsen möchte. 19 Mal ist die Schuldenbremse in Europa ratifiziert worden. Dass das bei uns nicht vorankommt, ist ein Skandal der Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei im Bundesrat. Und das sollten wir jedem und jeden Tag erzählen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich will schließen, weil der Antrag für sich selbst spricht und keine lange Antragsbegründung braucht. Ich will schließen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einem klaren Bekenntnis zu Europa. Ich glaube, dann fährt die FDP gut, auch in diesem Wahlkampf, wenn wir zeigen, wir kennen unsere Verantwortung für Europa. Natürlich ist das, was wir in Deutschland zu entscheiden haben, von ganz großer Bedeutung. Aber jeder hier weiß auch, es wird auf Dauer auch Deutschland nicht gut gehen, wenn es auf Dauer unseren europäischen Nachbarn schlecht geht. Und weil wir in einer Position der Stärke sind, weil es der deutschen Wirtschaft so gut geht,
müssen wir besonders verantwortungsvoll, auch in der Tonlage, auch in den Wortmeldungen unserer Spitzen in der Opposition und in der Regierung, in den Landesregierungen, überall mit Europa auch umgehen. Meine Damen und Herren, ich sage das mit großem Nachdruck. Man kann über Wahlergebnisse in anderen Ländern seine Meinung haben. Aber jemand, der in Deutschland Kanzler werden will, muss ohne Beleidigung der Nachbarländer auskommen. Das muss hier auch gesagt werden. Lasst uns gemeinsam als Liberale zeigen, dass wir unsere Verantwortung für Europa kennen. Lasst uns eine Neuauflage der Schuldenpolitik verhindern. Ob Europa besteht, ob wir diese Bewährungsprobe in Europa bestehen, das wird sich wesentlich in diesem Schicksalsjahr 2013 entscheiden. Und deswegen setzen wir auf den Dreiklang Solidarität, Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit, aber ausdrücklich auch Haushaltskonsolidierung. Die Zeit, wo mit immer neuen Schulden immer mehr Strohfeuer entfacht worden sind, sie muss endgültig vorbei sein. So wie wir als Bundesregierung ausgestiegen sind aus Abwrackprämien und statt in alte Autos das Geld lieber gesteckt haben in Bildung, in Ausbildung, in die jungen Köpfe. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssen wir auch in Europa wieder dafür sorgen, dass wir ein Kontinent sind, dem die Zukunft gehört und der nicht nur eine große Vergangenheit hat. Lasst uns auch Europa neu begründen. Europa ist mehr als die Antwort auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel, auch ausdrücklich Walter Scheel, der heute nicht hier sein kann, sie haben gezeigt, wie schwer es ist, aber dass es doch gelungen ist, das Europäische Haus zu bauen. Das Europäische Haus zu bauen, das war eine schwere, wichtige Arbeit. Es einzureißen, das geht sehr schnell. Und das, meine Damen und Herren, dürfen wir niemals zulassen. Wir werden in der Welt des 21. Jahrhunderts nur als Europäer gemeinsam bestehen. Wir sind alleine zu klein. In Deutschland sind wir groß. In der Welt sind wir relativ klein. Und wir werden unsere Ansprüche, die Werte bis hin zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber riesigen Ländern mit 1,5 Milliarden Bewohnerinnen und Bewohnern als Europäer nur durchsetzen, wenn wir uns als eine Schicksalsgemeinschaft verstehen, wenn wir uns als eine Kulturgemeinschaft verstehen. Und deswegen bitte ich Sie, in diesem proeuropäischen Geist diesen Antrag zu beschließen. Das steht der FDP gut an. Wir sind die Partei der Leistungsbereitschaft. Wir sind die Partei der Toleranz, wie der Antrag eben gezeigt hat. Aber wir sind auch die Partei der europäischen Weltoffenheit. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.